It befall a Yadim. Ooh. Huh. Ja, ein herzliches Willkommen zu Die Sims 4 an die Arbeit Kids WG. Tja, durch irgendwas, keine Ahnung, ich hab's noch nicht rausfinden können. Ja, ist sie schwanger? Ich kann es wirklich nicht sagen, warum. Weil ich spiele ja diese Familie aktiv wirklich nur dann, wenn ich für euch aufnehme. Und ich habe wirklich sonst nichts gemacht. Ja, es muss dann halt in der Zeit was passiert sein, als wir bei der anderen Familie waren. Aber eigentlich geht das nicht. Aber naja. Auf jeden Fall, sie erwartet ein Kind. So, und Willi hat hier Spaß mit seiner Freundin. So. Die zwei schlafen jetzt. Sein Spaß ist aufgefüllt. Ihre auch. Sehr schön. So, Madame, da hast du uns ja... Ach, zu unwohl. Okay, dann machen wir erstmal hier Schwangerschaftstest. Hier geht's nicht so gut. Dann hol dir was zu essen und dann kannst du anschließend... Nein, willst du nicht? So, dann schicken wir dich halt hier schlafen. So. Na, wie denn? Tatsache, da haben wir es jetzt. Dann kannst du abziehen. Von wem bist du? Schwanger, Madame. Naja, haben wir hier dann halt ein volles Haus. So, nehmen, Madame. Du musst Gourmet-Menü mach Pasta Primavera und danach machst du mal ja, sowas und dann machst du noch Caprese-Salat. Ah. Mal sehen. Sie kann ja rein theoretisch dann nur von... Es kommen ja dann nur drei Männer in Frage. Willy, Johnny oder LW. ja. Die kommen ja nur in Frage. So, dir geht's soweit gut, nur dass du müde bist. So, du gehst dann jetzt schlafen. Sehr schön. Wir schieben das rein. So, wie geht's dir denn? Du musst auch schlafen, brauchst Spaß und Hunger. Dann würde ich sagen, schnappst du dir jetzt hier davon noch was? So, gut.
So, dann hör du mal auf. Dann kannst du dir auch hier was zu essen schnappen. So, was ist mit dir? Energie. So, mein Kleiner. Dann gehst du jetzt mal bitte in dein Bettchen. So. Wo gehst du? Du gehst auch nach draußen. Gut, dann kannst du ja da etwas labern. Yuma. Tja. Ich muss die auch mal wieder umstylen, also ihnen neue Outfits verpassen. So, was machst du jetzt? Du gehst wieder kochen, sehr gut. So, dann könnt ihr zwei ja mal miteinander plaudern. Lenny, du brauchst sozial. Kennenlernen, Interessen reden. You fit me? I live. Über alles beschweren. Wem wei? Oh. Interessen. Oh, more hey, Beringo. Bewunderung. Zamboom, hey, Beach. Ugh. So. Naja, kriegen wir noch ein Baby. Ach. Ich frage mich wirklich, wie das passieren konnte. So. Gut. Dann musst du ins Bett. Wo rumt da? Chobi misst glor bafna, huh? Oh, Thompson. A bit. Aha. Was ist jetzt? Kriminelle Prävenz. Ah, ja. Au, oh. Ah. Scumba Chew. So, Madame. Dreckig. Ach hier. So. Was willst du, Janet, nach Tag fragen? Okay. Narva. So. Narbo Schäub. So. Dann hör mal auf. So, dann kannst du mit ihr jetzt auch ein Techtelmechtel machen. Techtelmechtel, so. Und ich räume mal hier in der Zwischenzeit mal wieder auf. Ich glaube, ich stelle hier draußen... Nein, wir haben ja nicht so viel Geld. Also... So. Jetzt, zack. So, dann stellen wir jetzt die Sachen darüber. So, die gehen ins Bett, sich rumtreiben. So, und wir... Achso, ja, den Obstkuchen. Rein. Na, komm schon. So. Und so, dann viel Spaß. So, zum Glück haben die hier alle gute Betten. Da werden sie auch in kurzer Zeit recht viel Energie zurückkriegen. Wow, Chris. Ach, Mensch, Junge. Geh schlafen.
kriegst du mehr von. Hallo. Oh, das war wohl ein heißes Gefährt. So, und Willy ist schon wieder fit. So, dann benutzen. Duschen. Und dann kannst du, es ist ja genug da, öffnen, dann nimmst du hier. Wieso ist das... Gut. So. Dann legen wir hier schon mal wieder... Normal. Alles normal, ne? Ja. Gut. Oder sind weiter unten andere? Nee, auch normal. Gut, gut. Mit wem warst du im Bett, Madame? Ach so, sie ist auch wieder wach. Gut. Wir könnten natürlich mit ihr auch, sobald sie gegessen hat, können wir dann mit ihr auch mal zu ihrem anderen Lover gehen. Lemtim Yanabi. So, was willst du denn mit Willy verloben? Ich so, so. Uduni. Arva. Afrif Chalki. So. Umiyu. Stabi. Ziwa. Wibo. Okay. Hey! Naja. Aksawa. Er muss in... Da müssen wir... Es ist halt immer wirklich, die machen wahnsinnig Spaß, diese spielbaren Arbeiten, aber es dauert halt immer so lange. So, dann kannst du hier mal Aktionen überdenken. So, fleißig, fleißig. Du dann jetzt bitte auch. Los. So. Gut. Er ist jetzt konzentriert. Und wir müssen jetzt gleich in 8 Minuten los zur Arbeit. So, dann stellen wir das alles ein. Fleißig macht er schon. Der macht auch schon fleißig. Und ja, gut, das stelle ich dann gleich ein. Und wir machen natürlich mit. So, dann heißt es jetzt fleißig analysieren, abgleichen und so weiter. Wir haben ja genug Material. So. So, und wir können loslegen. Sehr schön. So, Beweismittel analysieren, bitteschön. The door. So, jetzt ist wieder eine andere da. Wie soll man da Freundschaften aufbauen, wenn hier ständig die Leute wechseln? Außer unser Straffi, der bleibt uns erhalten. Sehr schön. So, fehlt hier eigentlich nur noch einer.
den wir auf der Arbeit kennenlernen müssen, und zwar in der Wissenschaftskarriere. Den Charlie Hofwächter. Bloß der war bisher noch nicht da. Naja, vielleicht gehen wir mal mit Alana einfach zu den Leuten rüber. Weil, ja, sie ihn ja kennenlernen sollen. Sehr gut. So, und dann kannst du hier abgleichen. Alle sind belegt. Wir schmeißen einfach die hier weg. So, hau ab. Ich muss abgleichen. So, was willst du verloben? Freundlich zu Janet sein. Okay. Naja, wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss. Grelf. Uff. Oh. 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 O